Hey, hallo, heute möchte ich dir ein Smoothie-Workout schenken zur Entspannung. Und das Bewegen mit den Ringen am meisten Freude und deshalb möchte ich das dir auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Wenn du die Ringe noch nicht hast, noch nicht kennst und Fragen hast, schick mir gerne eine E-Mail. Du findest alles dazu in der Beschreibung. Mein Name ist Silke von Böningen. Ich bin Online-Coach und Trainer und möchte dir und deiner Gesundheit auf die Sprünge helfen. Besonders dann, wenn die Nerven blank liegen, du eine zentral neurologische Erkrankung hast und es eben irgendwie nicht einfach ist in deinem Leben. Gut, und damit starten wir direkt. Wenn du magst, gerne einfach die Ringe mal auf deinen Bauch setzen und aktive Beine von rechts nach links. Wieg dich in so einen Rhythmus hinein und spür vor allen Dingen hier deine Füße, dass deine Füße durchblutet werden. Das wäre eben sehr schön. Vielleicht spürst du auch, dass es da drei wesentliche Punkte gibt. Einmal die Ferse, die spürst du vielleicht am deutlichsten. Und dann gibt es natürlich hier bei den Zehen, beim dicken Zeh und auch beim kleinen Zeh, hier den Knubbel, sage ich mal. Ne? Hier sind die Zehen, da setzt das Gewicht auf. Und hier, diese drei Punkte, die spürst du beim Wiegen. Versuch mal hier das Gewicht so ein bisschen wirklich dazwischen zu verlagern. Klar, es rollt hier so rüber, weil du ja das Gewicht verlagerst, aber nimm mal diese drei Punkte wirklich wahr und versuch dazwischen genau auszukommen, dass du dich wirklich nur darauf konzentrierst. Schön in die Füße hinein arbeiten. Genau. Und merke auch, dass der Körper mehr in die Füße jetzt hineinsackt. Wenn wir Stress haben, geht der Körper schmerzend gerne so ein Stück nach oben wegen der Anspannung. Und jetzt möchte ich, dass du wirklich ankommst, unten, die Überforderung abgibst. Wichtig dabei ist auch auszuatmen. Und auch hier die Schultern wirklich locker zu lassen. Gut, jetzt versuchst du die Kugeln langsamer rollen zu lassen und weiter, indem du nicht mehr so sehr die Füße bewegst, sondern die Füße stillhältst in diesen drei Punkten und den Oberkörper bewegst. Lenk wirklich deine ganze Aufmerksamkeit nach innen. Spür, wie sich deine Wirbelsäule bewegt. Spür, wie die Kugeln rollen. Und dann spür vor allen Dingen auch hier, was macht die Schulterpartie? Zieh wirklich die Schultern so abwechselnd nach unten. Mach den Nacken lang. Und richte dich auf. Nimm die Ringe in die Hand, so abwechselnd, gerne noch schaukelnd und geh ganz langsam nach oben. Ganz langsam nach oben. Wenn du oben bist, hält der Körper inne und du bewegst aus den Armen und den Schultern hinaus. Streck dich, werd lang, werd groß. Und geh vor allen Dingen mit den Armen auch weit nach hinten. Nicht so hier vorne, sondern schön weit hier hinten. Genau. Groß. Lang. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt schief. Schief. Noch mehr schief. Sehr schön. Und reinfedern. 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 Okay. Gerade. 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 Und schief. Schief, schief und reinfedern. Und wieder gerade, gerade, gerade und gestreckt nach vorne runter. Sehr schön, auf Augenhöhe. Und wie ein Lenkrad. Rechts, behutsam nach rechts. Behutsam zur Mitte. Behutsam nach links. Behutsam zur Mitte.
Schön entspannen, behutsam nach rechts. Behutsam zur Mitte. Behutsam nach links. Behutsam zur Mitte und langsam nach unten. Ich nehme jeden Ring in eine Hand und parallel schwingen. Und hier erstmal so ein bisschen locker in den Schultern und gerne so die Ringe so hüpfen lassen. In der Hand hüpfen lassen, loslassen, fangen. Wie fühlen sich deine Füße an? Sind die so richtig schön festgewachsen mit dem Boden? Das ist dann sehr gut. Ein paar Mal schwingen und jetzt wieder Ringe festhalten und in den Nacken hineinschwingen. Nach vorne beugen. Lang schwingen, weit nach oben schwingen. Wenn du horizontal stehst, Brustöffner, über Kreuz schwingen. Richtungswechsel, parallel schwingen, langsam aufrichten. Gewichtsverlagern auf das linke Bein, rechte Bein anheben. Fuß absetzen, Gewichtsverlagerung, linke Bein anheben. Wir wechseln nochmal. Absetzen. In Ausfallschritte hineingehen. Ruhige Ausfallschritte. Wir arbeiten extra ruhig. Ruhig kleinere Schritte, es macht nichts. Es geht ja hier darum, zu entspannen. Mehr in den Körper hineinzuspüren. Oh, nicht so sehr ums Powern. Und wieder zurückkommen. Vor dem Körper parallel. Und dann lockern wir unsere Hüften. Stellen sie raus und holen sie rein. Wenn du fit bist, kannst du auch gerne schwingen, aber mir geht es hier wirklich erstmal darum, einfach lockerer zu werden. Den Körper zu spüren, die Vibration zu spüren. Richte dich gerade auf und wechsel die Seite. Sehr schön. Groß bleiben. Brust raus. Locker den Fuß bewegen und das Bein. Und absetzen. Gut. Spür locker hier, wie die Ringe schwingen. Beweg deinen Oberkörper locker. Und wieder etwas ausbremsen. Schwing um dich herum. Locker um dich herum. Sehr schön. Gut. Nehmen den Körper wieder. Jetzt nur einen Arm bewegen, horizontal. Ruhige Bewegung. Ich schwinge jetzt extra nicht so stark, sondern ruhige Bewegungen. Gerne auch den Oberkörper ein bisschen mitbewegen. Rumgucken.
geht darum, dass du lockerer wirst. Letzte, ausschwingen. Andere Seite. Sehr schön. Weit. Und wieder zur Mitte. Gut. Lass die Ringe mal so rutschen, dass du so die Enden in der Hand hast. Und dann setzt du mal ganz weit die Füße auseinander und versuchst erstmal hier so reinzutaumeln, dass du gut Platz nimmst hier zwischen. Die Knie gerne gut auseinanderziehen und dann dazwischen hier die Ringe. Gerne Bauch fest, Beckenboden fest und dann wie so schöne Trommeln. Stöcke auf die Trommel drauf. Erstmal vor dem Körper. Und dann neben dem Körper. Eins, zwei. Sehr schön. Andere Seite. Erst zur Mitte, dann daneben. Schön die Knie nach außen ziehen. Lockere Bewegungen. Schön drauf trommeln. Zur Mitte. Tiefer. Und nach rechts. Beide rechts. Beide zur Mitte. Links, schön tief. Beide links. Beide Mitte. Und langsam wieder hochkommen. Sehr schön. Gut, lass die Ringe erstmal noch so schlenkert um dich herum. Sehr schön. Und versuch so eine kleine Acht zu machen. Eine Acht. Wenn du magst, kannst du die Ringe auch rumschubsen. Und langsam wieder nach oben gucken. Weit nach oben, weit bewegen. Einfach locker bewegen. Groß werden. Strecken. Sehr schön. Gut. Das war's von mir. Ich hoffe, du bist lockerer geworden, entspannter, konntest Schmerzen loswerden. Wenn ja und dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal. Wenn du merkst, hey, deine Art gefällt mir total, ich würde gerne mehr mit dir üben, dann möchte ich, dass du weißt, dass in Zukunft ein Online-Kurs mit mir starten wird. Live vor der Kamera üben, du zu Hause, ich zu Hause. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Beweglichkeit und Kraftaufbau, allerdings ohne Ringe. Und wenn alles klappt, dann wird dieser Kurs auch ein zertifizierter Präventionskurs sein. Das heißt, dass die normalen Krankenkassen diesen Kurs bezuschussen und du somit zu einem vergünstigsten Preis üben kannst, um deiner Gesundheit zu helfen. Also, ich helfe gerne deiner Gesundheit auf die Sprünge. Wenn du da mitmachen möchtest, dann schau gerne in der Beschreibung nach. Da findest du sämtliche Informationen zu mir und kannst mir dann eine Nachricht schicken, damit ich auch Bescheid weiß, dass du dabei sein möchtest. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sei einfach du selbst, deine Silke. Ciao!